die heuchlerischen Argumente der Islamkritiker. Dieses Video dient nur zu Denkanstößen für Islamkritiker und für Muslime, die auf folgende Argumente antworten sollen. Und dieses Video geht nur an diejenigen, die folgende Argumente verwenden, um den Islam zu kritisieren. Ich weiß auch, dass mein Vorbild Paulus der Gründer des erfundenen göttlichen Jesus in Römer Kapitel 2 Vers 9 über die Jugend sagte: Trübsal und Angst über allen Sehen der Menschen, die Böses tun. Zuerst der Jude. Paulus sagte weiter, Titus Kapitel 1 Vers 10 bis 11: Denn es gibt viele freche, unnütze Geschwätzer und Verführer, besonders die aus den Juden, denen man das Maul stopfen muss. Paulus sagt er weiter, Römer Kapitel 2, Vers 21 bis 22. Du, Jude, lernst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen. Du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen. Und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Ich weiß auch, dass allein im Johannesevangelium die Juden bis zu 52 Mal als Feinde Gottes, Antichristen, Verfluchte und so weiter auftreten. Ich als Christ bin gegen den Islam, da der Prophet des Islam mit einer Neunjährigen geheiratet hat. Dass Maria ca. 9 bis 12 Jahre alt war, als sie das Kind bekommen hat, und mit einem viel älteren Mann, Theologen schätzen Josef auf 25 Jahre, als Jesus geboren wurde, und dass er mehrere Frauen gehabt hat, mir egal. Ich verstehe die Muslime einfach nicht, wie sie so stolz auf den Koran sind. Er predigt das Töten, wenn es der letzte Ausweg ist, um sein Leben oder das Leben anderer zu retten. Siehe Koran Sure 5, Vers 35. Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wenn er es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Thank you.
Ich als Christ glaube an so einen Jesus, der Frauen vergewaltigen und ihre Kinder zu Tode schlagen wird. Denn es ist gegen meine Moral, dass man einen Neunjährigen heiratet. Aber ich finde es okay, wenn man eine Frau vergewaltigt und deren Kinder abschlachtet. Dem liebe ich als gutgläubiger Christ die Bibel. Ja, das ist das Wort Gottes. Amen. Und gesegnet sei der erste Antisemit, Paulus. Liebe Islamkritiker aus allen Ecken, es würde den Rahmen des Videos sprengen, wenn man eure ganzen heuchlerischen Argumente, eure Heuchelei widerlegen würde. Wir haben eure Heuchelei durchschaut. Und auch alle, die dieses Video sich angeschaut haben und inshallah schauen werden. Teilt dieses Video, liebe Geschwister. Möge Allah euch recht leihen oder vernichten. Amen. Und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.